Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Filler. Das heutige Review dreht sich um den Mont Blanc Meisterstück Nummer 145. Was haben wir heute vor? Als erstes kommen wir zu den Spezifikationen. Danach sage ich was zu den Äußeren. Hiernach gibt es ein Hands-on, gefolgt von einem Schreibbeispiel. Hiernach folgt ein Größenvergleich und wie immer zum Schluss ein Fazit. Legen wir los mit den Spezifikationen. Wenn euch die Spezifikationen näher interessieren, drückt einfach Pause und lest diese euch in Ruhe durch. Kommen wir zu dem Äußeren. Hier haben wir einen Füller aus einem schönen schwarzen Edelharz. Die Zierelemente haben einen Goldfarbton und die Form des Füllers erinnert an eine Zigarre. Geöffnet wird der Füller mittels Drehverschluss. Mit zwei Umdrehungen kann der Füller geöffnet werden. Kommen wir zum Schaft. Der Schaft läuft nach hinten hin aus. Am hinteren Ende ist ein Drehknopf für einen Kolbenmechanismus angedeutet. Da es sich hier um einen Patronenfüller handelt, dreht sich dieser Teil nicht. Angrenzend daran befindet sich ein goldenes Band. Der Schaft geht über in ein Gewinde. Das Gewinde selbst ist nicht scharfkantig und auch kein Grat ist vorhanden. Es ist sehr gut verarbeitet. An das Gewinde grenzt ein schönes goldenes Zierband an. Der Füller geht dann in ein schön dimensioniertes Griffstück über. Vergleicht man das Griffstück mit einem Pelikan M805, sieht man, dass das Griffstück des Mont Blancs länger ist als das vom Pelikan. Das Griffstück bietet ausreichend Platz für die Finger. Fasst man weiter oben am Griffstück an, merkt man das Gewinde nicht. Man kann sagen, der Füller liegt in verschiedenen Griffpositionen von der Länge her bequem in der Hand. Mir persönlich könnte die Breite des Griffstücks noch etwas breiter sein. Da der Füller etwas schmaler ist, ist dieser geeigneter für kleine bis mittelgroße Hände. Große Hände könnten vielleicht ein Problem mit dem dünnen Füller bekommen. Jedoch mit meinen normal großen Händen kann man noch gut mit dem Füller schreiben. Das Griffstück kann man durch eine Drehung vom Schaft lösen. Das Gewinde ist aus Metall und der Gegenpart im Schaft ist auch aus Metall. Die Teile lassen sich hervorragend ineinander schrauben. Nichts quietscht, das Gewinde hat kaum Spiel. Kein Verhaken wie bei einigen anderen Füllern. Im Füller steckt der Mont Blanc Konverter. Auf dem Konverter ist Mont Blanc Germany eingeprägt. Der Konverter vom Mont Blanc steckt man bei dem Füller nicht einfach rein. Er wird hier verschraubt. Durch die Verschraubung sitzt der Konverter richtig fest im Füller. Das Praktische daran ist, wenn man den Füller in ein Tintenglas eintaucht, um die Tinte aufzuziehen, hat man hier nicht das Problem, dass sich das Griffstück vom Konverter lösen kann. Somit kann das Griffstück dann auch nicht in das Tintenglas fallen. Man kann durch die Verschraubung jetzt den Konverter greifen und drehen. Somit bleiben die Finger auf jeden Fall sauber. Man braucht dann nur noch die Feder und vielleicht ein Stück von dem Griffstück mit einem weichen Tuch oder einem Tempo reinigen. Der Konverter ist transparent, sodass man immer den Tintenstand einsehen kann. In den Füller passen auch Standardpatronen. Weiter geht es mit der Feder. Die Feder hat zwei Farbtöne. Der äußere Rand hat eine schöne Goldverzierung und im inneren Bereich ist sie silberfarben. An der Flanke und neben dem Luftloch ist eine schöne Verzierung. In der Mitte ist M für Mont Blanc aufgeprägt. Die Feder sitzt auf einem Kunststoff-Tintenleiter. Die Kappe hat im unteren Bereich drei goldfarbene Bänder. Die Bänder fügen sich richtig gut in das Design ein. Das mittlere Band ist etwas größer. Dort steht Mont Blanc Meisterstück. Angrenzend daran befindet sich der Clip. Dieser ist auch goldfarben. Im oberen Drittel ist ein Strich aufgesetzt. Der Clip selbst ist schön fest, aber ausreichend flexibel. Die Kugel im unteren Bereich des Clips ist vollflächig. Das ist sehr praktisch, wenn man den Füller irgendwo anklipsen möchte. Durch die volle Ausfüllung wird das Kleidungsstück oder daran, wo man ihn festmacht, nicht durch die Kanten beschädigt.
Der Clip ist mit einem goldfarbenen Ring an der Kappe befestigt. Auf diesem ist auch die Seriennummer des Mont Blancs eingraviert. Mit dieser kann man die Echtheit des Füllers bei Mont Blanc nachweisen. Auf der Oberseite der Kappe befindet sich das typische Mont Blanc-Logo mit der weißen Bergkuppe. Kommen wir zu einem Schreibbeispiel. Wir haben hier den Mont Blanc. Klassik. Das ist die Nummer 145. Als Feder habe ich hier drinne eine UM. Als Tinte habe ich hier die Mont Blanc vor BMW. Leuchtet und schattiert sehr schön. Bei der UM muss ich gucken, wie ich die Feder halte, sonst schreibt die nicht. Also eher schlechter. Also für mich, für meine Handhaltung. Also ich bin keine UM-Federn gewöhnt. Normalerweise schreibe ich mit einer normalen M- oder F-Feder. So, gucken wir uns mal die Linienvarianz an, was hier so eine UM-Feder erzeugt. Da sieht man hier, die diagonalen Linien sind doch schon unterschiedlich. Das heißt hier, die von links unten nach rechts oben, die sind recht dünn. Und hier die von oben links nach rechts sind fetter. Und die horizontalen sind mal wieder dünn. So, den Satz aller Sätze wieder. Wie... Quick Brown Fox jumps over the lazy dog. Also hier, wenn ich jetzt mit der Feder schreibe, die gleitet einfach perfekt hier übers schöne glatte Papier. Also das ist ein Rhodia Dotpad. Und ich muss kurz gucken. Mit 80 Gramm pro Quadratmeter. 80 Gramm pro Quadratmeter. Also sieht man hier auch bei den Achten oder bei den Schleifen besser gesagt, wie schön hier eine Linienvarianz durch die UM-Feder kommt. Und ich muss sagen, die Feder hier von dem Füller ist ein Gedicht. Also die gleitet hier richtig schön übers Papier. Kein Kratzen, kein Nichts, kein gar nichts. Also mir gefällt die Feder hier. Also die ist klasse. Ich würde mir jetzt vielleicht für mich persönlich, also die UM-Feder habe ich jetzt hier von meinem Vater ausgeliehen. Der hat den jetzt hier. Und mal gucken, ob der jetzt nicht bei mir bleibt, der Füller. Ob er es merkt. Und ja, also schreibt hier ganz wunderbar. Gefällt mir. Könnt ihr auch gerne bei mir einziehen. Also machen wir mal Fast Writing. Funktioniert auch. Also er schreibt butterweich. Ich finde ihn toll von der Feder her. Und ich habe auch anfangs gesagt, dass hier das Griffstück zu klein für oder vielleicht grenzwertig ist für meine Hand. Aber jetzt, wo ich mit schreibe, muss ich sagen, ist eigentlich optimal. Gefällt mir ganz gut, der Füller. Kommen wir zu einem Größenvergleich. Hier haben wir den Caveco Sport, Mont Blanc Meisterstück Nummer 145, Jinhao 992, Lamy All-Star, Pelikan M805, Platinum Preppy und den Twisby Eco. Kommen wir zum Fazit. Der Füller liegt gut in der Hand. Durchweg fühlt er sich von der Verarbeitung her wertig an. Die Feder ist ein Gedicht zum Schreiben, also butterweich und überhaupt nicht hart. Sie sieht schön aus, die Feder, schön gestaltet.
Es knackst hier nichts beim Zusammendrehen. Einzige Problem ist, dass der Füller relativ preisstabil ist. Er schreibt, super, ist wahrscheinlich ein Füller, den kauft man sich einmal fürs Leben. Also ich persönlich kann den Füller empfehlen. Den gibt es aber, wie gesagt, nicht überall, sondern es muss dann, glaube ich, ein Montblanc-Laden sein, also einer, der zertifiziert ist von Montblanc. Also nicht jeder Schreibwarenhändler darf Montblanc anbieten, weil der muss dann x Quadratmeter für Montblanc frei halten, wo dann die ganzen Aufsteller kommen, wo die Vitrinen von Montblanc sind. Also es ist schon sehr festgeschrieben. Also wir zum Beispiel Lamy fängt auch schon so mit an. Jeder Schreibwarenhändler, der Lamy verkauft, muss so und so viel Füller oder Kulis abnehmen. Das ist wohl hier bei Montblanc ähnlich. Montblanc hat jetzt auch seine Produktpalette erweitert und hat nicht nur Kugelschreiber und Füllfederhalter, sondern bietet auch noch Taschen, Portemonnaies und so weiter, also Lederwaren an, Schreibetuis, hier so ein Mäppchen bieten die an. Ist ja auch, glaube ich, jetzt in irgendeinem großen Konzern drin, in einem Modekonzern. Aber der Füller wird immer noch in Hamburg hergestellt und ja, wie gesagt, er schreibt einfach fantastisch. Muss jeder für sich entscheiden, ob er das Geld ausgibt. Die Farbe hier von Montblanc für BMW gefällt mir persönlich auch super. Also hier shaded schön. Mache ich nochmal ein anderes Review drüber. Falls euch interessiert, könnt ihr euch das auch angucken. Ja, das war's auch schon wieder mit der Füller-Vorstellung. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Like da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich bitte. Also ich persönlich freue mich, wenn die Abozahlen hochgehen. Und wir sehen uns jetzt beim nächsten Review. Bleibt bitte gesund in den Zeiten heutzutage und haltet die Ohren steif. Macht's gut. Ciao.